Willkommen zurück bei Elex. Das Abenteuer geht weiter. Unser Gleiter ist repariert. Da bleibt jetzt als nächstes der Krieg gegen die Maschine. Ein Konverter in Tavar steht noch. Wo war denn der? Da. Dann gehen wir da hin, wa? Oh, gruselig. Tavar noch etwas. Dieser mistige Mistmoloch. Wenn ich schließe, sehe ich förmlich die Verzweiflung der Menschen, die hier einst um ihr Leben bangten. Dann öffne sie. Eisklotz. Eisklotz. So, komm her, Moloch. Man kann immer mal wieder wechseln. Also ich bin eigentlich immer voll der Fan von Zweihandwaffen. Ich finde es voll blöd, dass sie so lahmarschig sind im Vergleich zu der Einhandwaffe. Naja, was soll's? Kann ich hier was machen? Nee. Befreien wir den nächsten Konverter. Die nächsten sind dann schon in Xarkor, also im Feindesland selbst. Mal schauen, wie wir uns da schlagen mit einer zweihändigen Waffe gegen die Alps. Ansonsten wechsle ich einfach wieder aufs Schwert. Oh oh. Also ich kassiere mit, wenn ich die Waffe benutze, viel zu viel Schaden jedes Mal. Dass da auch immer alles gleich so eisig wird, wenn die irgendwie im Konverter aufstellen. Was hat das denn für einen Grund? Zieht der die Wärme irgendwie raus oder sowas? Vorsicht! Welchen Preis all die Menschen zahlen mussten, um die Gier der Alps nach Elex zu befriedigen. Lass uns weiterziehen. Der Tod dieser Leute lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Mir gefriert so einiges. Nee, nicht so rum. Wir müssen einen Eingang finden. Was? Ich hasse diese Kampfmaschinen. So bin ich heute einfach viel schneller. Das ist... I give it another try. Ah,
So, das gibt wieder Kohle. Niemand da, okay. Ist das so schlecht bewacht? Scheinbar. Bin ich jetzt wieder zu schwach dafür? Nee, das geht. Okay. So. 5 kleiner als 7, 7 größer als 4, 4 kleiner als 9. Zwei kleiner als 7, 7 größer als 3, 3 kleiner als 9. Andersrum. Geht doch. Was abgeschlossen? Energieverstärker, hä? Was für ein Energieverstärker? Was hat mich jetzt hier abgeschlossen? So, aus die Maus. So, noch einer weniger. Gucken wir mal, ob ich hier auch alles mitgenommen habe. Nein, natürlich nicht. Natürlich müssen wir oben wieder gucken. Da gibt es bestimmt wieder irgendwas Cooles zum Abräumen. Niemand da. Nix? Achso, jetzt dachte ich schon. Viel reines Elix, das freut doch mich halt. Mich macht mal Tette. Kann nicht mehr reden. Okay. Einer weniger, sind es nur noch 2. Moment. Das möchte ich noch holen. Voll übersehen. Da ist er. Der vielleicht in der Nähe, wo irgendwo. Na ja, gut. Feindesland, hier ist es mit Sicherheit gefährlich. Da haben wir auch schon wieder den nächsten Eup-Roboter. Ha!
bekommt man richtige Weihnachtsstimmung. Das war jetzt eine Mischung aus Weihnachten und Stimmung. Da vorne sehen wir schon unser Ziel. Blauer Stein, her damit. Mir wird ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass es bald überall so aussehen könnte. Das war das Geräusch. Da hören wir schon wieder dieses blöde Geräusch. Ist es das Elex, das wir hören? Könnte das sein? Wird es jemals noch aufgelöst, was wir hier die ganze Zeit für ein blödes Geräusch hören? Oh oh. Mag die Großen nicht. Aber sind überall Große. Da sind viele. Ich glaube, der sagt ja noch irgendwas von schwer bewacht, ne? Das ist, glaube ich, der größte, den wir bisher gesehen haben. Kein Wunder, dass der so heftig bewacht wird hier. Ich werde hier auf dich warten. Aha. Okay, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Da müssen wir jetzt kämpfen. Okay, immerhin was. Das sieht mir noch Eingang aus. Komm, her, Lappen. Mach halt was Teuer. Ist aber nicht der Eingang. Hochklettern ist auch nicht, würde ich sagen. Bin ich vergiftet oder was ist das? Seht ihr auch den Grünen? Natürlich seht ihr ihn auch. Hier vielleicht? Gott, überall rot. Okay, habt ihr schon gesehen. Solange uns der Große nicht zugleich sieht, ist alles okay. Waren wir hier vielleicht sogar schon? Verschwinden hier schnell wieder. Bla bla bla. Es geht los. Okay, die sind auf jeden Fall die nächst besseren Maschinen. Aua, 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 aua. Ha!
Jetzt wird es aber bald knapp mit den Tränken. Oh Gott sei Dank, da geht's rein. Keiner da? Schön. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da oben bestimmt noch mehr wartet. Oder auch nicht. Auch wieder nix. Außen bewacht ohne Ende, aber innen keine Truppen. Na gut, dafür sind wahrscheinlich oben wieder welche. Was ist denn das für ein hässliches Geräusch? Irgendwas Schlürfiges war das gerade. Na also. Gut zusammengearbeitet, Kaya. Muss man dir lassen. Ich bin nicht gut genug. Dreck. Auch niemand hier? Okay. Der Schalter ist unbewacht. So, die Alps haben nur noch einen einzigen Konverter übrig. Jetzt gucken wir mal darauf, ob es da wieder irgendwas zu holen gibt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Schön. Wieder irgendwas geschlürft. Nein, mit dem will ich nicht reden. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, da steht sogar noch einer. Na, wer sagt's denn? So, dann bleibt. Das ist ja schon der Eispalast. Wir sind direkt neben dem Eispalast. Da ist er ja. Guck an. So, jetzt hoffen wir mal, dass da unten nicht übertrieben viele stehen. Außer der kleine Mistzock. Nicht gut. Gar nicht gut. Darüber, okay. So, hoffentlich ist der nicht auch wieder so heftig bewacht. Oh, verdammte Kacke.
möchte gern umgehen jetzt. Ein fliegender Baum. Okay, wir sind aus der Gefahrenzone auf jeden Fall raus. Da vorne ist er schon. Vorsicht! Gibt hier was? Kann man dich öffnen? Zu einfach. Habe ich schon wieder was Hässliches, Großes gesehen? Natürlich darf so ein blöder Eistroll oder was auch immer das ist nicht fehlen. Werden Teufel tun und an dem vorbeilaufen. Ist das der Eispalast? Ja, ich bin hier direkt am Eispalast dran. Der letzte Konverter. Und ab dann gibt's kein Elex mehr für den Hybrid. Ist der Mauszeiger da? War der immer da? Wenn ja, finde ich ihn übelst irritierend. Zu einfach. Aha. So, wer hat gewonnen? Der Vogel. Vogel hat gewonnen gegen... Gegen was hat er denn gewonnen? Naja, gegen eine Ratte. Okay. Das hat dann nicht funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Dachte mir, da kann ich jetzt bestimmt irgendwie über die Rohre da rankommen oder so. Ich will nicht gegen die Großen kämpfen. Mein Verschleiß an Heiltränken ist gerade über die Maße hoch. Es geht los. Oh, gruselig. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Verdammte Scheiße. Hier
Oh, ich glaub's doch gar nicht, hey, der Letzte. Na, warte. Oh, hier sind das sogar mal Alps, ey. Der hier ist jetzt wieder innen besser bewacht als der letzte. Oh, verdammter Sack. Mann! Hast du mich jetzt genervt, Alter? Ich muss auf jeden Fall wieder gucken, dass ich an Heiltränke rankomme. Das geht so gar nicht. Noch einer? Nee. Bestimmt zu schwer, oder? Nicht? Okay. 4 kleiner als 5, 5 kleiner als 8, 8 größer als 7. Fast richtig. 2 kleiner als 4. 4 kleiner als 7, 7 größer als 5. Die Null gibt's ja auch noch. Das war das bei dem einen da. Hundertprozentig, wo ich auch davor schon geguckt habe, wie so ein Ochse. Da habe ich die Null gar nicht mit dazu gerechnet. Zuerst die Truhe noch. Das war wohl nichts. Okay, die drei, dann so. Ein. Auch nicht, verdammt, normal. Ah, zu weit. Eilonsack. Geht es jetzt so weiter? Bitte. Das war wohl. Oh, oh. Zu einfach. Wie, da ist jetzt nichts Gutes drin. Es ist nichts Gutes drin. Na gut, 10 Heiltränke, okay.
gefährliche Gegend. Das war's mit den Konvertern. Wir haben alle abgeschaltet. Die Alps, beziehungsweise der Hybrid, ist jetzt ohne Elex. Jetzt gehen wir oben noch gucken, was es hier noch Schönes für uns gibt. Außer die Machtwelle. Und außer die Drohnenkontrolle und die Drohnenkontrolle. Es war zu weit. Komm, laut schneller. Der Fall Damage ist echt ein Witz. So viel reines Elex. Objekt ES-23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle! Lasst mich los! Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein! Tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein! Bitte nicht! Was haben die da gemacht? Gibt's ja auch wieder einen? Ach, den haben wir schon. Okay. Dann gibt es an dieser Folge wieder einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alle Konverter sind abgeschaltet, dank mir. Danke fürs Zugucken und bis dann bei Elex.